Rebecca, eine Netflix-Neuveröffentlichung der Woche und die Neuauflage eines Klassikers. Denn das Ganze fußt auf einem Buch aus dem Jahr 1938 und wurde bereits im Jahr 1940 verfilmt, und zwar von Alfred Hitchcock. Und damit hat das Ganze ja schon den Stempel unantastbarer Klassiker. Jetzt haben wir eine Neuauflage und, naja, 80 Jahre später, ich hasse vorschnelle Remakes. Worum geht's? Wir sind so etwa im Jahr 1940 und es geht um eine junge Frau, die heiratet einen reichen Witwer namens Winter, und die ziehen daraufhin auf seinen edlen Landsitz namens Mandalay. Eigentlich das perfekte Glück, aber da stimmen so einige Dinge nicht, denn Mr. Winter war vorher verheiratet mit einer Frau namens Rebecca, die so der Handlung nach ein knappes Jahr vorher verstorben ist, und er hängt noch immer an ihr, und die junge Frau merkt auch relativ schnell, dass überall in dem Haus noch Spuren von Rebecca sind, dass die Umstände ihres Todes mysteriös sind und insbesondere die fiese Haushälterin Danvers, gespielt von Kristen Scott Thomas, setzen ihr zu. Das heißt, wir haben hier einen Film, der so mehrere Aspekte miteinander vermischt. Das ist so Fünkchen Love Story, wie die beiden sich kennenlernen. Dann sind wir insgesamt in einem Film, der so im Schwerpunkt Thriller mit leichtem Drama-Einschlag ist. Das heißt, wir haben eine Hauptfigur, die sich in einer Umgebung befindet, in der sie sich aus zahlreichen Gründen unwohl fühlt. Der Schatten dieser Vergangenheit bzw. dieser Person, der verstorbenen Ex-Frau, die über allem liegt, die Leute, die immer nur von ihr reden, sie immer nur damit vergleichen. Das sind so Dinge, die irgendwo in den Psychothriller-Bereich fallen, aber auch irgendwie so einen Dramapunkt ansprechen, wenn man selber in einer Rolle, in einer Situation ist, wo man nicht glaubt, genügen zu können. Generell kann ich jetzt hier keine Vergleiche ziehen. Ich habe das Buch nicht gelesen und ich habe den alten Hitchcock-Film nicht gesehen. Nur auf diesen geguckt, kann ich sagen, es ist ein sehr ruhiger, ein sehr langsamer Film, der hat auch seine 2 Stunden Laufzeit, und ganz ehrlich, viel passiert hier nicht. Das ist wirklich so ein ruhiger Film, und ich weiß nicht, ob er damit den Vorgaben der Hitchcock-Verfilmung entspricht. Es ist keiner dieser schnell geschnittenen Hit-Dinger, die das heutige Publikum so gewöhnt sind, sondern ich glaube, das ist die Stärke, dass er es eben bewusst langsamer angeht. Von den Darstellern her ist das Ganze echt tadellos, weil Lily James, Amy Hammer, Kristen Scott Thomas, die machen alle einen soliden Job. Und wenn man bis zum Ende durchhält, kriegt man die ein oder anderen kleinen Schlussdreher, und insgesamt einfach einen Film, wo ich sage, den hätte es nicht gebraucht. Ich brauchte den nicht, und ich denke auch kein anderer. Gleichzeitig glaube ich aber, wenn man Remakes so ein bisschen zeitgemäß aufarbeitet mit entsprechenden Darstellern und so weiter und sie damit einem jüngeren Publikum wieder zugänglich macht, die sich das alte Ding sowieso nie ansehen würden, kann man da eigentlich nicht viel dran meckern. Der Film erscheint im Netflix-Angebot, das heißt, man kann es einfach mal versuchen. Ich glaube, dass er so der breiten Masse eher entgeht, weil er nicht so dieses typische Cook-Schema, diesem Cook-Schema entspricht. Wer sich aber mal versucht und sich ein bisschen darauf einlässt, kann da durchaus interessante 2 Stunden mit haben. In meine Wertung gepresst gibt das Ganze trotzdem 3 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Kennt ihr den Klassiker? Habt ihr Lust auf diese Neuaufnahme, Auflage? Schaut ihr euch die an? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo, und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.